Leute, neuer Tag ist angebrochen. Ich habe Equipment wieder aufgeladen, alles schon rübergeladen im PC bzw. auf Festplatten. Fiona gönnt sich noch ein dickes Workout. David ist auch schon angekommen, gerade noch Requisiten von gestern nochmal eingepackt. Und dann fahren wir jetzt weiter zu Niklas, da geht's dann weiter. Nice. Und Loki chillt sich natürlich genau dahin. Sie sind ready und haben Bock? Yes, ich bin ready. Ich mache noch gerade Gehirnjogging. Gehirnjogging, nice. Damit ich gleich beim Dreh volle Concentration habe. So sieht's nämlich aus. Vorbildlich, vorbildlich. So, ich packe noch eben ein und dann bin ich ready to go. Nein. Bist du? Nimm jetzt. Wenn ich euch sage, ich habe es gerade geschlafen, glaubt ihr mir das? Ja. Gut. David ist hier beschäftigt vom Orange Beast Dreh, ne? War der? Ja. Nochmal alles abzufriemeln. Oh, ich hätte nicht irgendwie so ein paar Monate Zeit dafür, aber. Ja, guck mal an jetzt hier! Ja, warte mal. Oh, guck mal, ein bisschen leicht. Die ganzen Schrauben da sind locker. Was hast du nicht gehört, Digga? Alter. Nee. Krank. Digga, das ist ein ganzer Zentimeter. Die sind aber unterschiedlich alle gelöst. Oha, voll gefährlich. Leute, das Bike wird jetzt transformiert. Niklas ist schon sehr fleißig dabei. Es kommen diese ultra heftigen grünen Felgen drauf. Ich glaube, die GoPro kann nicht mal dieses Grün sehen, Alter. Das sieht so krass aus auf dem Bildschirm. Das sieht schon blau aus, WTF. Jedenfalls kommen die jetzt gleich da drauf. Zwei Kameras sind aufgestellt. Einmal die hier, die darf sich nicht mehr bewegen. Und die hier, die darf sich auch nicht mehr bewegen. Für so ein paar Transformation-Shots. Die wären geil. Und dann geht's gleich zum Messepark. David klebt fleißig schon den Helm um. Oh yes, baby. Leute, es geht weiter. Bike ist jetzt soweit ummontiert, die größten Teile. Jetzt gehe ich den Maverick abholen, den Boy. Wir sind leider ein bisschen spät dran, es ist jetzt 2:30. Eigentlich wollten wir schon um 13 Uhr am Messepark starten. Das heißt, wir haben jetzt eine halbe Stunde Verzug plus Anfahrt. Nichtsdestotrotz habe ich die Stunt-Szenen am Messepark relativ großzügig zeitlich geplant, deswegen sollte das passen. Problem ist nur, laut Wetterbericht wird es gleich regnen. Und das ist wack. Deswegen müssen wir mal gucken, hoffentlich wird es nicht zu schlimm, dann können wir trotzdem drehen. Und sonst, ja, keine Ahnung, mal sehen, ne? Aber ich hoffe mal, es bleibt einfach relativ trocken, das wäre auf jeden Fall sehr nice. Nächstes im Weg, alles! Also jetzt werden gleich Rauchgranaten gezündet. David ist komplett geändert auf Neongrün. Geh richtig ab. Mev ist da oben. Kamera. So Leute, Mev hat sich ein neues Rig gebaut. Hier, richtig geil, aus meinem fetten Stativ hier mit diesem Hydraulikkopf und so und mit dieser fetten Lens nimmt er anscheinend gute Aufnahmen auf. Gucken, ne? Sagt er zumindest. Ich bin auch gespannt. Des ganzen Tages. Das ist hier befestigt an meinem Auto mit einem Dreibein-Stativ. Krank. Was sagst du dazu, David? Ist das professionell oder was? Also ich würde schon sagen, das geht Richtung Amateur. Wir klauen Davids Bike!
Spaß gehabt für heute, ne? Nicht schmeißen, das ist Glas! Mensch, muss ich den Praktikanten denn alles immer erklären? Sagst du, davon haben wir eine schöne Aufnahme, wie du mit Glas umgehst. Ja. Das ist der TikTok-Song, Alter. Sag mal bitte kurz Reifendruck-Check. Drück mal einmal drauf. Aha. Man hört das ja sogar. Ich glaube, der Reifendruck ist gut. Also alles ausgenutzt. Nach Drehplan passiert jetzt nichts mehr, außer noch ein paar Bikeporn-Shots. Bedeutet, wir haben perfekt geplant, mal wieder. Und unsere Ressourcen vollständig ausgenutzt. So läuft das. So läuft das hier. Was hast du gefunden? Erzähl doch mal. Nagel, Digi. Einen fetten Nagel. Der steckte so fest drin, das glaubst du kaum. Du hast eine Chorleiste. So. Schön arbeiten, Jungs. Schön arbeiten. Ich helfe natürlich mit. Ah! So, Leute. Letzter Spot des Tages. Hyatt in Düsseldorf. Premium Location. Premium Location für ein Premium Bike und ein Premium Team. Premium Kunden, wollte Marcel sagen. Premium Kunden. Guck dir diesen Pinguin doch mal an hier, Alter. Geil. Geiler Tag. Danke, danke an der Stelle. Pinguin also. Letzter Teil des Abends, Leute. Es wird noch ein Sneaker Bikeporn gedreht. Oh yes, baby. Oh yes. Richtig. Und ihr seht schon, David steht auf der Felge. Ich würde sagen, Namaste, Respekt. Auch meine Freunde. Er hat die perfekte Balance gefunden. Die beiden Ehrenbegleiter des Tages. Hör auf zu rauchen. Korrekt. Und ja, würde ich sagen, viel Spaß beim Zuschauen. Okay, ich wollte einfach nur nicht den Moment verpassen. Also wir haben Drehschluss. Geil! So Leute, was geht? Also, kurzes Update zum Videoprojekt. Ich bin jetzt hier im Büro und schneide schon seit einigen Tagen das Video und habe echt viele Szenen, wo auch Effekte und sowas gemacht werden mussten. Dazu bin ich dann bei After Effects rein. Ich zeige euch eben kurz die Timeline. So, also so sieht aktuell die Timeline aus. Ihr seht im Prinzip, ich bin gerade im Grading. Also ich mache jetzt gerade das erste Color Correction Ebene, die erste Color Correction Ebene. Hier sind die ganzen Videos drin und da unten ist quasi Musik erstmal. Das heißt, Sounddesign kommt danach. Ich mache jetzt erstmal das Grading und dann Color Correction. Und ja, hier seht ihr die Feder von David. wirklich viele Effekte. Ihr seht das eventuell. Ich gucke mal eben kurz. So, hier zum Beispiel habe ich was bearbeitet, was dann in der Verschachtelung so aussieht. Das ist quasi eine neue Sequenz. Das sind ganz viele Videos übereinander. Und zwar haben wir nämlich hier diese Lasersequenz einfach einzeln aufgenommen und dann eben im Nachhinein, oder ja, ich habe das im Einzelnen aufgenommen und dann im Nachhinein halt hinzugefügt. Ich zeige euch das einmal. Wenn ich jetzt hier die einzelnen Layer quasi außen anmache, boom, 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 boom. Ja. Also das ist die Grundsequenz gewesen, quasi ein leeres Video vom Raum. Und dann habe ich halt alles nach und nach hinzugefügt. Und das war echt schrecklich viel Arbeit, Leute. Und dann gab es auch noch verschiedene Szenen. Ich zeige euch die auch mal ganz kurz eben einfach nur. Also an der Stelle, als David dann eingebrochen ist und sich hier das Mittel gezockt hat, davon habe ich auch sehr viel Gebrauch von genommen. Aber ist natürlich auch einfach geil. Ne? Also und dann wram, neuer Pulli. Geil! Hier und auch hier seht ihr wieder alles in einzelnen Verschachtelungen drin. Das heißt, wenn ich jetzt hier Doppelklick mache, seht ihr dann. Und hier seht ihr dann nochmal mehr Verschachtelungen, weil ich da nochmal special was gemacht habe. Ja, dafür sieht das aber super clean aus im Endprojekt. Das ist doch nice. Dann habt ihr hier nicht irgendwie 1000 Videos übereinander, sondern eben nur dieses eine. Genau, so viel zum Thema Editing. Und jetzt kommen wir noch zum Thema Stimme. Und zwar haben wir jetzt den Glenn ins Boot geholt. Ich kann euch gerne das Briefing gleich mal zeigen, also wie ich ihn briefe, dass seine Stimme, also sein Voice-Acting auch passt. Diese Szene mit dem Handy, mit der Voicemail von diesem Anonymous-Charakter. Diese Stimme wird der Glenn machen
Das ist ein professioneller Voice Actor und Sound Engineer, also Audio Engineer ist der. Und der hat eine echt geile Stimme und macht das für uns. Ich zeige euch direkt mal das Briefing. Hier ist das Briefing für Glenn. Ihr seht schon, bla bla bla, da ist ein Link, wo dann das Videomaterial drin ist, womit er dann arbeiten kann. Da habe ich einfach die Previews quasi geschickt, fertig geschnitten, aber noch nicht gegradet und so, von dem, wo er halt eine Sprechszene hat. Und dann habe ich ihn im Prinzip hier eingewiesen. Es gibt halt drei Momente, wo seine glorreiche Stimme benötigt wird. Und wir haben hier einmal eben Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Und so funktioniert das im Prinzip. Ich schreibe und erzähle und versuche und dann kommt das erst zu David. David bestätigt mir das natürlich erstmal. Und wenn dann alles passt, kommt das zu Glenn. Und Glenn und ich sind ja eher so die Kreativen in diesem Bereich. Und hier hat Glenn dann nochmal so ein, zwei Dinge geändert. Also auch er hat quasi so ein bisschen Macht über, oder er hat die Macht über das, was er spricht natürlich. Und hat da, glaube ich, bei ein, zwei Sätzen oder Stellen an einem Satz kleine Veränderungen gemacht, sodass es besser klingt. Dafür bin ich sehr dankbar, das ist nämlich ganz geil, auch da den Support zu haben und nochmal die Absicherung, dass Glenn natürlich auch mitdenkt. So viel zur Stimme, ich kann euch noch eben kurz zeigen, was bei After Effects gerade abgeht. Ich würde gerne noch hier so einen geilen Dance-Flair reinballern, aber nicht diesen, der sieht nämlich scheiße aus. Wir haben jetzt den 4.6. und es ist jetzt 12 Uhr. Und ich muss jetzt bis morgen allerspätestens die Alpha fertig haben. Und meine Alpha bedeutet für mich eigentlich schon, das Video ist fertig. Ich schicke ungern unfertige Videos an den Kunden, also an David jetzt in diesem Fall, weil es dann zu viel zu meckern gibt und auch zu viel zu meckern an Stellen, wo mir klar ist, dass da noch was gemacht werden muss. Also ihr wisst Bescheid, das nervt einfach ein bisschen. Deswegen schicke ich das Video am liebsten immer so fertig wie möglich als Alpha los und dann kommt es zurück mit Feedback und meistens ist das Feedback dann auch schön konstruktiv und möglichst effektiv. So Leute, Update. Also ich bin vor 6 und habe mich direkt rangesetzt ans Projekt und es ist jetzt zu 99,99% fertig. Geil! Und ich bin mega happy mit dem Projekt. Sau geil geworden, wirklich. Also ich find's sau geil. Und ich bin mega gespannt auf die Reaktion von David. Die zeige ich euch jetzt gleich auch, weil er soll die ja aufnehmen. Aber zuvor kurz Timeline-Update. Boom. Ja, wie gesagt, es ist jetzt 5.6. und 2:30. Ich werde immer ein bisschen chaotisch zum Sounddesign. Tut mir leid, Leute. Aber sonst bin ich mega happy. Das Projekt geht 7 Minuten lang. Knapp. Und die Credits sind auch nice geworden. Erstes Mal, glaube ich, in einem Projekt mit David, wo ich richtige Credits mache. Von daher an dieser Stelle auf jeden Fall Dank an alle, die geholfen haben, an alle, die mitgemacht haben. Und für alle Ehrenmänner und Frauen, gönnt euch am Ende die Credits mit dieser coolen Maskenanimation, die ich gemacht habe. Ja, ne? Golf. Danke und jetzt gönnen wir uns mal die Reaktion von David. Let's go! So Freunde, was geht? Ihr seht, die Jalousien sind runter. Es ist jetzt sehr spät und zwar 1:15, 6.6. Heute ist der Upload-Tag. Ich denke mal, um 13 Uhr soll hochgeladen werden. Ich render gerade das finale Produkt. Und ja, ich habe euch ja erzählt, es gab ein paar Musik-Changes. Die habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe den Schnitt daran angepasst, an die neue Musik. Sowas dauert immer ein bisschen, ihr seht, es ist relativ spät und auf jeden Fall bin ich jetzt fertig und ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt mal zusammen die Reaction von David, weil die habe ich noch nicht gesehen. Die habe ich mir gerade runtergeladen und ja, let's go. Ich würde sagen, wir gönnen uns die einfach mal zusammen und gucken, wie David auf das Video reagiert hat. Da bin ich echt gespannt. Mal sehen. Ich bin ein bisschen fertig. So Leute, es ist soweit. Ich habe gerade die Alpha-Version runtergeladen von Marcel, The Green Hulk. Ich werde jetzt drauf reagieren. Ich bin mega, mega hyped, Marcel, wenn du das siehst. Ich bin gespannt, was du gezaubert hast. Aha. Lass uns direkt anfangen. Let's go. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Also wirklich 0,0. Ich habe gar nichts gesehen. Keine einzige Sekunde. Ja. Und ich bin hyped. Ich bin wirklich legit ein bisschen aufgeregt. Er hat wirklich noch keine einzige Sekunde gelesen. Gesehen. Ja. Let's go. Let's go, Bruder. Marcel, wenn ich jetzt runterzähle, 3, 2, 1, go. Bei go drücke ich die Leertaste, dann fängt das Video an, wenn du das zusammenschneiden willst, okay? Ach, zieh durch, Bruder. Let's go.
3, 2, 1, go! Wir haben folgenden Auftrag für Worauf Sie. Worauf guckt er das? Der PC steht doch da hinten in der Ecke. Das an einem Mittel für übermenschliche Fähigkeiten forscht. Wir wollen es haben. Sie sollen uns diese Schlüssel. Das ist ein nettes Lächeln von David hier. Falls es Wirkung zeigt, liefern Sie es aus. Puh. Nun kommen wir zu den Fakten. Es fängt schon so episch an, Leute. Da muss ich direkt mitwirken, Alter. Es ist aber nicht der Song, den er jetzt hört, ist nicht mehr der Song, den ihr jetzt sehen werdet oder gesehen habt. Im Kurzfilm. Den Song haben wir jetzt nämlich geändert. Nochmal ein bisschen was Rockigeres genommen, aber das wisst ihr ja. Krass, wie die Augen sich bewegen. Oh. Geil. Schön Modul platziert, richtig fett. Geil, wie gefokust David ist. Leute, gucke ich hier gerade einen Spielfilm oder was ist das? Niklas auch am Start. Oh, ey, ich hab grad echt Gänsehaut, wirklich. Geil, Mann. Geil. Digga, der sieht so gefokust aus, der Typ, ohne Spaß. Finde ich aber gut. Finde ich mega gut. Leute, diese Effekte sind einfach nur sick. Junge, ich hab auch. Du hast das gut gemacht. Mir viel Mühe gegeben. Holy shit. Noch viel Arbeit, Digga. Oh yes. Aber das Krasse kommt erst noch. Das Krasse kommt erst noch, wirklich. Das ist so geil, dass der das jetzt schon weiß, dass das Krasse noch kommt. Der hätte den Schnitt und so noch gar nicht mitbekommen. Witzig. Lol. Oh yes. Also damit ihr wisst, was ich gerade sehe. Ich sehe nur sein Face. Also ich weiß gar nicht so genau, wo er gerade im Video ist. Diese Transitions, oh shit, woo! Oh! Oh yes! Nice. Oh yes! Geil. Da hatte ich ein bisschen Bedenken bei der Szene, weil es war so krass windig und ihr seht ja, der Rauch ballert so schnell weg, aber es hat das trotzdem so geschnitten, dass es todessick aussieht. Ah, die Nebel. Weggeschliffen. Oh ja, yes. Okay, ja. Ja, das sah so lächerlich aus, aber beim Dreh ohne Spaß, dass da kam nichts an Rauch. Aber ich hab da die Angles genommen. Das war kein Special Effect, das war einfach nur meine Karre, die ein bisschen Öl verbrannt hat. Holy moly. Ah, hey, was geht? Willkommen im Reaction. Boah, die Shots sind so geil. Richtig, richtig nice. Ich hab Bock auf Stativ gehabt. Boah, das ist doof, dass ich nicht weiß, welche Shots er gerade meint. Weil ich sie ja nicht sehe. Ah, okay, ich bin komplett gefokust auf seine Reaction.
Okay, der fühlt richtig. Ich fühl's gerade total. Oh mein Gott, ich sag's genau gleichzeitig zu ihm. BTF, was los? Diese Connection, Leute, spielt ihr das? Krank. Düsseldorf. Oh, sind das geile Shots. Da im Tunnel, geisteskrank. Das seht ihr, beziehungsweise habt ihr vielleicht schon gesehen im Making-of. Alle haben gehupt. Alle haben gehupt. Grenzwertig. Das ist nicht im Making-of, Leute. Das ist nicht im Making-of. Ich hab dazu kein Footage, leider. Da hat auch einer so einen leichten Road Rage angefangen, tatsächlich. Ja, kleiner Fun Fact. Der Joel ist hinter uns gefahren und dann war da so ein Mercedes-Fahrer, der hat übelst gemuckt. Brandneuer Reifen, muss man an der Stelle sagen, von Avon, glaube ich. Brandneuer Reifen. Komplett einfach runtergeballert innerhalb von einer Minute. Ja, und der Reifen ist. Der war vorbei. Ah, dann war der ja wahrscheinlich bei den Burner-Szenen. Ah, ja, hier ist so ein leicht kritischer Blick irgendwie. Ich frage mich, wo er ist. Ah, wahrscheinlich bei dem Bike-Porn. Boah. Ja. Da boah, war das episch. Die Konzentration war da, ja. Natürlich nicht geputzt. I'm sorry for that. Und ihr seht da in den Szenen schon, der Reifen ist platt. Und das war wirklich so ein Glück. Wir haben genau die letzten Szenen noch im Kasten gehabt, also die Rolling-Shots. Ja. Und dann, boom, zack, hatte ich einen Nagel. Da, wo ich den Burnout gemacht habe, an dem Ort habe ich mir reingefahren. Ging nichts mehr. Ja. Komplett platt. Ja. Ey, da seht ihr noch das Gummi. Das hat so gut gepasst, ohne Spaß. Vom Burnout. Das hat so gut gepasst mit dem Burnout und mit allem, mit dem Drehplan, dass der Reifen am Ende platt war. Also es war einfach nur, es war Glück. Aber es hat echt gepasst. Ich muss sagen, das sind jetzt meine Lieblingsshots. Echt? Wir haben mit einer UV-Leuchte gearbeitet. Dann vorhin habt ihr den Laser gesehen. Wir hatten Rauchgranaten. So viele Special Effects. Das ist einfach crazy. Ich weiß gar nicht, was meine Lieblingsshots sind, ehrlich gesagt. Oh. Was sind denn meine Lieblingsshots? Ich finde echt viele in dem Kurzfilm geil. Also schwierig, da zu differenzieren, welches mein Lieblings ist. Leute, ich merke echt, das Video Achtung, geht echt lange. Erhältlich. Weil, wenn ich mir die Reaction anschaue, ohne das Video zu sehen, das zieht sich. Geiler Scheiß. Absolut geiler Scheiß. Ich rufe jetzt direkt mal Marcel an. Aber oh, als ich das Video ein paar Mal durchgeguckt habe, die Zeit verging so schnell. Holy Macaroni. Holy Macaroni. Jetzt ruft er mich an, ey, meine Reaction. Also, hallo, ja, nice. Das kennen wir uns jetzt auch eben noch zusammen. Digga, was hast du denn da fabriziert? Ein Filmchen. Ja, hab ich gerade einen Spielfilm geschaut oder was, ne? Junge, ey, meine richtig sick. So ich hab keine Ahnung, wie lange das ging, aber es war einfach durchgehend absolut geil. Wirklich. Wirklich. Sexy, oder? Ja, also Marcello, du hast mich mal wieder ein bisschen sprachlos gemacht. Perfekt, das ist doch wunderschön. Zwischendurch war er sprachlos, ja. Geil, Mann. Geil, Mann. Wird auch gerade alles aufgezeichnet übrigens, was du sagst. Geil. Ja, also ich bin froh, wirklich. Ich bin nur gespannt, ob du noch Feedback hast. Ob du noch was ändern möchtest oder so. Ja, würde ich dann noch zwei, dreimal jetzt durchgucken. Ja. Ich beende erstmal das Reaction-Video und dann checke ich das mal. Geil. Ganz auf easy und entspannt. David, danke, dass du das Video gemacht hast. Die Mühe auf jeden Fall. Mega ja, korrekt. Mann, ja, Mann. Da darfst du dich drauf freuen. Und das Feedback kam ja, auch relativ schnell, ich glaube. Nee. Weiß nicht, Stunde ich oder reagiere, was gedauert, wie David auf mein Video reagiert.
Funny, Alter, geil. Ja, also ich bin auch echt happy damit. Hat mir tatsächlich sogar selbst auch sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuschauen, einfach nur, wie du da auf das Video reagiert hast. Ich habe das tatsächlich auch schon einmal gemacht mit einem Pärchen, weil ich ja auch so Hochzeitsvideos und so mache, und das war einfach mega emotional. Aber das war schon echt cool jetzt schon wieder, so Reaction-Videos von den Leuten zu sehen, die dann meine Videos oder unsere Videos, die wir produziert haben zusammen, ist einfach, es macht einfach richtig Bock und macht richtig Laune. Kann ich auch jedem Videografen empfehlen, das vielleicht auch mal auszuprobieren, einfach wenn ihr Kunden habt oder Partner, Freunde, was auch immer, die relativ offen damit sind und wo ihr denkt, das passt einfach, fragt die einfach mal. Und wenn die das dann machen, das Gefühl dabei, wenn man die Leute sieht, die dann zum ersten Mal das Projekt sehen, das ist einfach nur hammergeil. Also wirklich, das ist super. Genau. Ansonsten möchte ich mich an der Stelle nochmal bei allen bedanken, die bei dem Projekt mitgemacht haben, die geholfen haben. Die sind alle verlinkt. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Euer Mangu. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Lasst ein Abo da gerne, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Ich poste sehr regelmäßig auf YouTube, mittlerweile kann ich, glaube ich, behaupten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, Jungs und Mädels. Ciao.